Ganz herzlich willkommen zur Finissage Bise Tradition und Potenzial. Heute Abend wollen wir das Thema Lehmbau noch um eine Dimension erweitern, nämlich um die Dimension des Flüssiglehms. Wie der Name sagt, im Gegensatz zum Stampflehm wird beim Flüssiglehm der Lehm eben flüssig verarbeitet, ähnlich wie Beton. Das ist eine sehr verheißungsvolle ein sehr verheißungsvoller Ansatz, und daran forscht Guillaume Haber. Er ist Professor an der ETH Zürich für nachhaltiges Bauen. Er und sein Team untersuchen diesen Ansatz, und ganz herzlich willkommen, Guillaume Haber. I think you will hold this lecture in English. Thank you for joining us tonight. Das ist also der Vortrag von Guillaume Haber. Aber zuerst werden wir Felix Hilgert hören. Beide Referenten heute Abend sind Ingenieure. Felix Hilgert hat eine Masterarbeit geschrieben, nämlich mit dem Titel Aushubmaterialien als die neue Baustoffressource für Zürich. Lehm ist eben ein Baustoff, eine Ressource, ein Rohstoff, der gefördert werden muss. Der Vorteil beim Lehm ist, dass eigentlich bei jedem Aushub, den man macht, entsteht automatisch Lehm. Und das hat eben Felix in seiner Forschungsarbeit untersucht. Er wird uns seine Resultate als erstes berichten. Dann in einem dritten Teil werden wir noch Andrea Wiegelmann vom Triest Verlag hören. Roger Bolthauser wird vielleicht auch noch etwas sagen. Sie werden nämlich das Buch vorstellen, mit dem gleichnamigen Titel wie die Ausstellung, Bise, Tradition und Potenzial. Das Buch ist nicht ganz fertig geworden, aber man erhält heute Abend hier einen exklusiven Einblick in diese Publikation. Bevor ich dann noch das Wort an die Referenten übergeben darf, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei all den involvierten Personen und Firmen, die diese Ausstellung ermöglicht haben. Allem voran natürlich zuerst bei dir, Roger, für das Liefern des Themas, des Inhaltes, auch für den packenden Vortrag, den du bei der Eröffnung gehalten hast. Zudem hast du auch die Man- und Woman-Power von deinem Büro zur Verfügung gestellt, um diese Ausstellung möglich zu machen. Das sind einerseits auch Felix Hilgert, der bei Roger im Büro arbeitet, Janina Flückiger und allem voran Marlene Wittri. Sie hat mit uns zusammen diese ganze Ausstellung auch aufgebaut und konzipiert. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bei uns möchte ich mich ans Team und beim Team von der Bauhäuserzentrale bedanken. Christian Ebinger hat bei uns die Fäden in der Hand gehabt. Auch an dich ganz herzlichen Dank, wo auch immer du bist. So eine Ausstellung ist mit natürlich auch beträchtlichen finanziellen Aufwänden verbunden. Deshalb sind wir sehr dankbar all den Unterstützern für die Ausstellung. Das ist einerseits auch der Trägerverein Freunde Baumuster, die solche Ausstellungen möglich machen, und verschiedene Firmen, die uns diesmal unterstützt haben, verschiedene Ingenieurbüros, notabene die Waldhauser Hermann AG, die Haustechnikplaner, Basler Hoffmann, Bauingenieure, IBG Graf, Elektroplaner, Blaser Ingenieure für Gebäudetechnik, die Reflexion AG, das Lichtplanungsbüro, das bekannte. Des Weiteren haben sie uns die Kellerziegeleien unterstützt. Sie haben den ganzen Transport übernommen, der großen und schweren Exponate, die hier zu sehen sind. Die Thuninger AG hat die Drucksachen gesponsert. Des Weiteren sind die Firma Haga und Strova AG, zeigen ihre lehmbasierten Naturbaustoffe da auf der anderen Seite. Auch einen herzlichen Dank an Sie. Und last but not least noch die Eberhard AG, das bekannte Tiefbauunternehmen. Sie sind irgendwo durch natürlich unmittelbar betroffen vom ersten Vortragsthema, nämlich Aushubmaterialien als neue Baustoffressource für Zürich. Sie machen ja ganz viele Aushübe, Tiefbauten hier im Raum Zürich, und natürlich die Frage, wohin mit all dem Material. Vielleicht kann uns Felix Hilgert ein paar Ideen und Antworten dazu liefern. Das ist das Sprichwort für dich, Felix.
Herzlichen Dank. Ich übergebe das Wort an dich. Vielen Dank für die nette Einführung. Ja, ich präsentiere vor allen Dingen meine Masterarbeit, wie angesprochen, und habe das so ein bisschen einfacher dargestellt und habe das so in drei Fragen aufgegliedert, warum wir mit diesem Aushubmaterial oder mit dieser Erde bauen sollten, so ein bisschen, was die Eigenschaften davon sind, aber da wird auch Guillaume Aber dann noch drauf eingehen. Und also wie funktioniert das Material vor allen Dingen und was kann aus Erde hergestellt werden. Und das waren auch so ungefähr die drei Fragen, mit denen ich mich in meiner Masterthesis beschäftigt habe oder davor auch schon. Und warum mit Erde bauen, blende ich jetzt erstmal diese Erde ein. Ich habe im Vorfeld zu dieser Präsentation mir irgendwie gedacht, wie setze ich es in meine Masterarbeit, das ist jetzt 1,5 Jahre her und ich will irgendwie einen Bezug zum Diesjährigen herstellen. Und letztes Jahr habe ich Hurricanes genommen und dieses Jahr gab es auch wieder gewaltige Hurricanes, aber alles hängt zusammen, die Erde hängt zusammen, wir wollen mit Erde bauen. Und warum wir mit Erde bauen wollen, weil sich auf dieser Erde was verändert. Wir werden immer wärmer anscheinend. Es steigt. Jedes Jahr kriegen wir diese News, dass Hurricanes die Ostküste der USA heimsuchen. Und, aber viele, glaube ich, wissen gar nicht, wie so einer funktioniert. Deswegen mache ich das jetzt als Einführung. Die Erde wärmt sich auf. Im Spätsommer steigt warme Luft, sobald das Meer über 26 Grad hat, steigt das Wasserdampf auf. Immer mehr Wasserdampf. Steigt nach oben, kühlt ab, es entstehen Wolken. Mit den Passatwinden werden diese Wolken getrieben und mit der Erdrotation entstehen diese riesigen Winde, Orkane, Hurricanes. Und das gibt dann diese unschlagbaren Bilder, wie wir sie auch gesehen haben. Also es ändert sich was auf diesem Planet und ja, ich finde das ziemlich eindrücklich und es zeigt uns irgendwie, dass wir reagieren sollten. Und dann denkt man so, ja, USA, okay, wir hatten jetzt einen traumhaften Sommer, aber dieser traumhafte Sommer führt auch dazu, dass sich unsere Böden im Gebirge aufweichen, das Permafrost steigt weiter nach oben, unser Gebirge wird weicher in der Schweiz, taut auf und dann kann es wie bei letztes Jahr in Bondo diesen Erdrutschen kommen, vermehrt kommen. Ja, und warum dann mit Aushubmaterial oder Lehm bauen? Weil der Lehm einfach, das ist jetzt ein aktueller Link da unten, das ist eine Quelle vom ZDF, das können Sie sich anschauen, da wird auch auf das Haus Rauch, das Roger Bolzhauser mit Martin Rauch zusammen erarbeitet hat, eingegangen. Und da wird dieser Wert genannt von grauer Energie. Graue Energie ist die Energie, die wir zur Herstellung eines Baumaterials, eines Baustoffes aufbringen müssen, damit wir damit bauen können. Und bei Beton oder Ziegel durch den Zement oder durch das Brennen der Ziegel haben wir einen viel höheren Energieverbrauch in den Baumaterialien. Und bei Lehm ist es ein Faktor 10 kleiner. Ist auch noch ein Jahr online, das können Sie sich anschauen, das ist eine interessante Doku. Zweiter Punkt, so auf den ich heute eingehe, es gibt viele, aber Ressourcen, Sand, der Beton, mit dem wir bauen, besteht ca. 40% aus Sand. In heutiger Zeit verbrauchen wir Sand wie Wasser. Das führt dazu, dass überall Raubbau an Sand begangen wird. In den letzten 3 Jahren hat China so viel Sand verbraucht wie USA in den 100 Jahren davor. Also das sind irgendwie wahnsinnige Zahlen und die ganzen Strände am Meer, die Sie sehen, sind viele alle aufgeschüttet, aufgeblasen, weil das Material so knapp wird. Und natürlich, weil die Ozeane steigen und das Wasser immer wegfressen.
Das sind alles Sachen, die ich jetzt so in der Woche online zu dem Thema gefunden habe. Man kann sich da einfach super einlesen. Und das ist mega interessant, finde ich. Und das verifiziert alles. Also das kommt dann dort, das wollte ich noch zeigen, für den Raubbau. Das ist einfach überall in Indien, bei den Megacities rundherum, gibt es eine Sandmafia, wo Leute die müssen teilweise 18 Meter tief tauchen aus dem Fluss. Weil wir können nicht den Wüstensand nehmen. Der Wüstensand ist rund, der würde unser Beton zerbröseln. Und am besten geeignet sind Flusssande oder bei uns diese Sedimente. Und deswegen in den Ländern entsteht dann, ein Bericht war, dass ein Taucher 18 Meter tief tauchen muss. Der hält sich an der Stange fest, füllt unten den Eimer mit Sand und taucht wieder nach oben. Also das, ja. Genau, und dann das zeigt, warum ich mich mit dem Material beschäftige, weil es so viel vorhanden ist. Und in Europa, das ist jetzt eine Statistik aus Europa, haben wir 16% von unserem Abfall oder noch mehr ist Erde, also Aushubmaterial. Mehr als doppelt so viel vom Haushaltsmüll, den sie jeden Tag wegwerfen übers Jahr. Also in der Schweiz ist die Nummer noch viel höher, weil wir viel mehr bauen. In Europa wird insgesamt weniger gebaut, deswegen ist das über ganz Europa gerechnet, aber in der Schweiz ist die Baurate viel höher, das heißt, wir generieren auch viel mehr Erde. Ja, das war dann meine Masterarbeit. Ich habe mich beschäftigt mit, was aus unserem Bauwerk, also unserer Stadt, nehmen wir jetzt mal Zürich an, was da rauskommt. Einmal kommt eine gewisse Menge an Bauabfall, also Abrissabfall, Konstruktionsmüll und Rückbaumüll und eine viel größere Menge, viermal höher, an Aushub, das meiste davon geht in die Ablagerung in unsere Kiesgruben. Genau, das war so der Perimeter meiner Masterarbeit. Nochmal Zahlen von Europa. Müll, also Erde, Soil, 400 Millionen Tonnen. Das meiste, ein Drittel davon geht in die Landverfüllung von Kiesgruben in Europa. Und das nur um diese 100 Millionen Tonnen in die Kiesgruben zu bringen, bräuchten wir 28,5 Millionen LKWs, die das transportieren. Und das sieht man auch im Norden von Zürich, wenn sie fahren vom Flughafen, wird unser Kies gewonnen für den hiesigen Beton, wo auch diese Firma Eberhard sitzt und die dort Kiesgruben haben. Und diese Schlange an LKWs, die hier drum geht, da hinten geht es noch weiter, die ist fast also endlos lang. Die stehen 2 Stunden im Stau, 3 Stunden, um ihren Aushub loszuwerden. Und das ist eigentlich alles potenzielles Baumaterial, was Sie sehen. Und dieses Material, also nochmal, die fahren da oben dann hin, dann laden sie da ab. Hier wird es dann verdichtet mit Raupen eingebracht und hier vorne wird gegraben, wo der Kies für unseren Beton wegkommt. Also wir haben eine Kiesgrube, also das sind jetzt Zahlen für Zürich. Im Kanton Zürich gehen 2,6 Millionen Kubikmeter jedes Jahr aus den Kiesgruben raus, also im Jahr 2015 jetzt. Es gehen fast die gleiche Menge rein, aber insgesamt haben wir 4 Millionen Kubikmeter und 1 Million Kubikmeter geht schon in andere Kantone aus Zürich aus. In Zürich wird auch viel gebaut. Teilweise ist es natürlich auch nah an der Grenze, weshalb das Material rausgeht, aber wir haben immer noch 1 Million Kubikmeter, die irgendwo anders hinfließen. Wenn Sie auch die Augen ein bisschen öffnen, wenn Sie Richtung St. Gallen fahren, sehen Sie an der Autobahn ganz viele Aufschüttungen, wo Material hingebracht wird.
Zukunftsproblem, wir haben ja jetzt den schönen Recycling-Beton, wo Beton recycelt wird und wieder Beton hinzugegeben wird. Das heißt, eventuell wird unser Kies, den wir brauchen für Beton, wird weniger, weil wir recyceln. Und dann könnten wir ein neues Gleichgewicht schaffen, wenn wir ein bisschen mehr Erde zum Bauen nehmen irgendwann und könnten das wieder in ein Gleichgewicht setzen. Ja. Also, Müll, warum mit Erde bauen? Erde ist ein Müllprodukt, leicht verfügbar und billig. Wenn Sie bei Eberhard anrufen und fragen, können wir ein bisschen lehmigen Aushub haben. Habe ich jetzt gemacht für unsere Studenten an der ETH. Dann sagen die einem sofort, wo es den gibt und dass man ihn holen kann. Im Moment große Baustelle, Balgrist, Kinderspital Herzog-Dömerow, wunderbarer Aushub, lehmiger Aushub. Ja, wenn wir dieses Material natürlich verwenden, dann sparen wir automatisch an anderen Materialien ein, selbst wenn es nur der Putz ist oder Kleinstmaterial. Ich glaube, jedes Material, das wir nicht verwenden und dafür Lehm einsetzen, passiert etwas Gutes. Es ist ein natürlicher Baustoff, der ein besonderes Raumklima generiert, auch sehr haptisch ist. Jedes Mal, wenn ich mit Leuten zum ersten Mal an so eine Wand gehe, berühren sie es sofort und sind interessiert. Also wirkt sehr haptisch, guter Wärmespeicher aufgrund hoher Dichte, vielseitig einsetzbar, tragend, nicht tragend, Putz, alles Mögliche. Ja, für mich ist es ein sehr schönes Material, mit dem man auch sehr gut gestalten kann, wenn man ein paar Regeln beachtet. Was sind jetzt so die Eigenschaften? Da macht Guillaume wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu, wie es funktioniert, mit Lehm zu bauen. Ich sage jetzt nur, wie unsere Erde quasi aufgebaut ist. Wir haben oben diese Humusschicht, mit der können wir nicht bauen. Dann würde erstens würde es nicht halten und zweitens würden unsere Wände stark riechen. Darunter ist diese lehmige Schicht oder Sand oder Kies oder ein Gemisch davon. Und darunter ist dann das Gestein, das unverwitterte Gestein. Und diese Schichten können verschieden dick sein oder gar nicht vorhanden. Je nachdem, wenn Sie am Feld sind, haben Sie wahrscheinlich relativ wenig oder gar kein Lehm. Aber das kann mehrere Meter dick werden oder mehrere 10 Meter dick werden. Also das habe ich dann gemacht. Ich bin zu diesen Kiesgruben gefahren, wo das Material liegt und habe dann Proben genommen von diesen Haufen, die da anfallen und habe die in den Bus geladen und ins Labor an der ETH gebracht und habe sie analysiert auf ihre Bestandteile. Es war nicht ganz einfach, da musste man so feucht Wasser durchspülen und das sieben, um eine Sieblinie zu bekommen und am Schluss noch die allerfeinsten Teilchen, diese Teilchen, die Tonteilchen, die machen, dass der Lehm klebt, mussten wir dann noch Laser scannen und dann bekommt man so eine schöne Linie, die einem zeigt, wie viel von jeweiligem Material in dem gesiebten Material drinsteht. Sie sehen vielleicht diese graue Linie hier, die hat jetzt im Vergleich zu den anderen vier Proben, die hier abgebildet sind, einen sehr hohen Feinanteil an Ton und Silt, also sehr fein, das sind die feinsten Stoffe mit maximal 0,63 mm Durchmesser. Und dieses Material wäre jetzt zum Beispiel ganz gut geeignet, um daraus so einen Lehmputz zu machen. Es gibt hier ein paar Beispiele, wenn man nur die Feinanteile nimmt. Genau. Dann so eine grüne Linie oder ein möglichst gleichmäßiger Verlauf wäre vielleicht gut für einen Stampflehm. Ja, dann habe ich diese Materialien genommen, die ich da gefunden habe und habe aus diesen Materialien gezeigt, dass man was herstellen kann. Es gibt circa ein Drittel der Erdbevölkerung lebt immer noch in Lehmbauten und es gibt daher auch über 40 verschiedene Techniken, wie man bauen kann. Und ich habe dann ein paar, will ich jetzt hier aufzeigen. Ich habe so Steine gemacht, eine poröse Struktur, einen Verputz, Wände und dann
ein bisschen Vorfabrikation, auf das will ich eingehen. Und dann kommt auch Guillaume mit seinem Flüssiglehm. Die Bricks kann man, man sieht das Material auf eine relativ feine Mischung, weil die Schalung kleiner ist. Man füllt die Presse, man schließt die Presse, dann kann man so schön diese Bricks herausdrücken. Mit denen kann man auch tragende Wände bauen, in Kombination mit einem Zement- oder Lehmmörtel. Ich habe versucht, eine poröse Struktur herzustellen, wo ich nur Steine und ganz feines Material mische und so komprimiere, dass es ein bisschen tragend ist. Aber je weiter man natürlich komprimiert, desto schlechter ist es porös und desto weniger isoliert. Aber je mehr man verdichtet, desto besser hält es natürlich. Ich habe verschiedene Verputze hergestellt mit dem feinsten Material, habe Zuschlagstoffe hinzugegeben und auf diese Platten aufgetragen. Manchmal muss man noch, man sieht es hier, wenn zu viel Ton drin ist, dann reißt das Material in sich. Muss man entweder eben andere Stoffe hinzugeben oder nachbehandeln, nochmal mit Wasser drüber gehen und langsamer trocknen lassen. Ich habe auch eine kleine Stampflehmwand gemacht. Sie sehen hier drin auch viele Stampflehmwände da hinten. Das wird so gemacht, dass für die kleine habe ich das Material auch gesiebt auf 1 Zentimeter, 10 Zentimeter Schichten eingefüllt von so feuchtem Material und dann reingestampft und bis zu 6 Zentimeter verdichtet. Diese Schritte wiederholt und mit verschiedenen Arten von Aushuben geschafft, um diese Schichten darzustellen. Ja. Da will ich einfach nur zeigen, dass man das Material vorfabrizieren kann, was wir auch im Sitterwerk gemacht haben oder was Martin Rauch mit hohem Maschineneinsatz für Ricola gemacht hat und für andere Projekte. Und jetzt will ich sie eigentlich nicht mehr länger aufhalten, um dann die Flüssiglehm von Guillaume zu hören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Felix, für die Introduction und auch vielen Dank, ich bin sehr gefreut, sehr zufrieden, hier zu sein. Vielen Dank, Roger, für die Einladung und vielen Dank auch für die Leute von der Baumuster Zentrale, dass ich kenne, für die Einladung. Und die gute Advertisement auch. ich glaube, das ist besser, wenn ich in Englisch spreche. Ich hoffe, dass es gut für euch ist. I want to continue a little bit on this question of, I think, Felix has very well explained that somehow we have all this material and we can somehow build with it. Wanted to go back to more physical aspect of saying, okay, are we sure that we can build with earth? And here's a beautiful vernacular building in France, and thinking, okay, it has been there for a few, 100 years, and it's still there, why is it standing up? And to understand a bit this, we need to go back to our, younger side when we were three years old, until 10, or when we were building sandcastle. And because somehow there's a lot of analogy between Earth and sandcastle, and maybe it's good to understand first why sandcastle are standing up before going to Earth. So sandcastle, I mean, this one I didn't do it, but you can do very nice things with sandcastle. And I guess if you have ever tried to do a sandcastle, this more normal one, you know that if you put a certain load on it, at one point it will fail. I don't know if you have done so many experiences on sandcastle, but there's one thing is that if you put very fine grains and that you try to put load on it, you will realize that the fine grains are actually, the sandcastle made with fine grain are stronger than the sandcastle made with coarse grain. If you have the choice, take the fine grain when you're on the beach to make the competition. And so you
you can make a stronger sandcastle with fine grain. And usually the question is like, okay, why is it better? So because I have already asked this question too many times that there's already people that knows the answer, I will already give the answer. So the finer grain, you have more cohesion, not because it's more compact, because if you pack particles, you will always have like 30% voids. So somehow you have 30% voids in this one and 30% voids in this one. The only thing is that obviously the grain are smaller, so the voids are smaller. The other way of looking at it is that you have more contact points between the grain, because you have more grains, basically. So and that's the key, is that this in between these grains, you have more glue, and I think I have a glue. The glue between the two points is a point of water between the two grains. And obviously, if you look here, if you look in a coarse grain, you will have less glue points, and in this one, you will have more glue points. So because you have more glue points, you will have stronger cohesion. And so you would say, okay, what is gluing sandcastle is the water. And that's why you always put wet water with it. But it's not only the water. And I would like to show you a film from people in Grenoble, Amaco. They are working in, they are working in Grenoble. And they have, so they have made this film where on the left you have the normal sand. So when you put water on it, the water is going. And on the other one, you have a hydrophobic sand. So when you put the water, water doesn't go inside. And so we can try to build sand castle with them. They will show it soon. Yes, so obviously, if you put sand, the dry sand inside the water, you see what you usually see. The thing that you less see often is if you put the hydrophobic sand in the water, you have something that is standing. And so you can potentially build something with it. So the hydrophobic sand in the water, you can build your sand castle. It's not something that you usually do, but you can do it. The thing that you do much more often is on the other side. I mean, not much more often. I'm sure you have done is that you can put wet sand and do your sand castle. And if you want to do it stronger, you have to compact the things. So you know what will happen already. This one you know, this one maybe you have not seen, but it's the same. So you can build a sand castle of hydrophilic, I mean the normal sand, let's say, in the air with the wet sand. And here you can do a sand castle of hydrophobic sand in the water, but the sand was dry. I don't know if you follow. At the end, you and the important thing is that you always need the three phases. You need the sand, the water, and the air. Because if you put your normal sand in the water, you see the air is going out, and the sand castle is falling. So it's not just the water that is standing; it's the water, a certain amount of water, and the air around. And the same here. If you remove the sand castle, you have the dry sand. I mean, if you remove the water, you have the dry sand. So this is to explain that what really stick at the end, the I think you have seen it. So what really stick the sand castle, it is the bridge of water, but it's also here the fact that you have air. If you have not air around, what is called the capillary bridge, you will not stick. So you need the three phase. And
And of course, your sandcastle, you also know that if it dries, the water is going out. The big difference between with the Earth, it's the fact that, I will maybe go fast, but the fact that Earth is not just made with sand. You have the big gravel, small gravel, smaller, all the sand. Even if you go to very, very fine particles, you still have kind of round, spherical or more or less spherical particles. And then you have a very, very fine material that is extremely, extremely small that you need to look with the electronic microscope, and this is clay. And this is the big, big difference between your sandcastle and the Earth, is that you have clay inside. If you have not clay, at one point you will dry and your house will fail. If you have clay, the house will not fail, or your sandcastle will never fail. And this is just to show you a little bit the big difference. The big difference is that clay, it's a flat material. I mean, as you saw here, you have kind of flat things or a certain diversity. And if you put not so much water, just the normal water humidity around, you will be able to stick your clay particles. I mean, this is a big clay particle, but it's just to illustrate a bit the idea. And so now, if we go back to the Earth, what is sticking the Earth? Here you see the sand grain, and you see here something that is looking a little bit like the capillary bridge that I was showing you in the beginning. If you zoom inside, you will see the clay. So that's a bridge of clay. And between the particles of clay, you have water. And this is this very, very small glue, point of glue between the clay particles that are sticking the clay together and that are sticking the Earth together. So water is fundamental, but you need a very, very small amount. And this is maybe the because then the normal question is, okay, then if it's dry, will your house fail? Your house is never falling because it's never dry enough, even if it looks like dry. In 1 cubic meter of earth, you have kind of one glass of water inside at the end when it's dry. So it means the amount of water that you need to stick is, even in the desert, basically, you will have enough water. It is just the vapor, the humidity around. So now, how can we play with this? Now that we know what it sticks, how can we play and what other things we can do? I think there's a few problems. If I move just to what is the advantage of the Earth and the vernacular construction? Is that, and that's what Felix was saying, it's a natural building, is low CO2, it has good thermal properties. The problem often is that it has a certain low strength. It is often a bit long to build, so it means it's often more expensive to build. And you need certain skilled workers to build with it. If you take the opposite, which would be more conventional construction, often cement, brick, and all these things, you have much more higher CO2. But somehow it is cheap, it is fast, it doesn't require too many workers, so it has some advantage, let's say. The idea, I think, if we think about further development, is how can we get the best of both? So somehow can we get something which is still low CO2, still has some thermal property, still kind of, natural material. And at the same time, can you a bit fasten the construction process? Can you be maybe a bit sure to rely on some engineering work so that it goes faster with the insurance company or these things like this? So can we get a certain mix? And I will just show you two aspects. One is the first one is the main problem with Earth is if you put water, that's the sandcastle problem. You have water, it fails. And that has some real issue in terms of construction. If you have wet walls, that's why to come back to. It's always good that usually you have to avoid this rise of water or the penetration from the top. And
you can modify this. Typically, this is Earth in water without nothing, and here it is just with the white of the egg, the albumin, and you see that it's completely waterproof. So somehow you can add some very small amount of admixtures, often like here it's albumin, but you have a lot of other natural materials that you could use to modify the property and to make it waterproof. This was a film again from Amaco, and here I think there's a lot to do to develop this kind of let's say natural waterproof surface where you could use maybe for flooring systems for whatever. I mean that's something that is already developed, but can we push this a bit further? And the second thing, which somehow we are doing this flüssiglehm, is to say, can we, let's say, one way of getting cheaper is to make prefabrication. That's one way of reducing the time of construction. The second one is this poured material. To understand how we play with it, there's one thing that I didn't tell you with the clay is that it is a charged material. So if you put here clay with a just like electricity, you see that on the plus you have more clay, and on the minus you have less clay. So it means clay is usually negative. So clay is negative, but the edge are positive. And so because of this, of the fact that this is positive, you usually stick your material together, and they don't. If they are positive and negative, they will be attracted. So you're kind of attracting everything. And if everything would be negative, you will have a repulsion. So by playing with these signs, you can make something that is, if it's sticky together, then it will be kind of a stiff material. And if you transform it to liquid with all negative, then you will have a very fluid material. And so this is typically what we do with having the clay particles, adding some dispersant to make it liquid, and adding some coagulant afterwards that will react on the dispersant to make it stiff again. And just to show you the last film, and then I think I've finished, this is Nianli, so a PhD student that is now finishing his PhD, or finished his PhD actually, and this is earth, water, you put this is the coagulant, you see it fast, but you see that you have like maybe 1% of it, so you have a very small amount, and this is a mixer, and so you, at the end, when you mix, you will have a certain material that is, well, liquid, I mean, as it can be, let's say fluid material that you can pour in a formwork, and after 24 hours, it will the inhibitors has reacted with the defloculation, and so you have the material that is stiff again. So it works. As you see, we are still on the lab scale, so there's still some precaution, but it kind of works. And to tell you the end, he's building his company. So if you want to invest, you can invest in his company. And I think I have more or less finished. I think there was just to say that the strength is a bit higher, and that this material here are done with the flüssiglehm. I think there's a lot to do here. It is just to play with the colors to show that it can be liquid, but we could play with mixing other material that usually cannot be mixed with round earth. So I think at least there's a lot to do with it. And I think with this I have finished. Thank you. Ja, bevor wir vielleicht so wollen wir vielleicht eine kleine Fragerunde machen, bevor wir zur Buchpräsentation übergehen. Gibt es gerade Fragen aus dem Publikum an Guillaume Aber oder an Felix Hilgert?
spontan. Hier gerade niemanden. Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen nachdenken. Guillaume, was denkst du, also man hat jetzt noch keine gebauten Gebäude gesehen in Flüssig-Lehm-Bauweise. Wie lange dauert das noch, bis das irgendwie, sagen wir, marktreif ist oder mindestens prototypenreif ist? Also es gibt schon Material, die sind mit Flüssigleben gebaut. Es heißt Terkule. sie sind die, und ich glaube, dass es gibt schon einen Film hier vom Amaco. Es gibt schon Projekte, die sind mit Flüssigleben in Frankreich gebaut. Die kleine Unterschied, aber es hat einen großen Unterschied für die Umwelt, ist wie viel Zement wir nehmen in diese Flüssigleben. Und jetzt, die Projekte, die sind gebaut, sind oft mit 4 bis 8% Zement drin. Und deshalb, es ist besser für die Umwelt, aber nicht viel besser für die Umwelt. Und ich glaube, dass die nächste Schritt wäre, können wir wirklich mit ohne Zement oder mit ganz weniger Zement, also 1% Zement bauen. Und das, also ich, jetzt sehen wir hoffen, dass dieses Jahr, wir haben einen Prototyp oder ein bisschen größer und wahrscheinlich bald ein Gebäude. Aber, ja. Einfach so, der normale Lehm lässt sich ja bestens wieder recyceln. Mit dem gleichen Produkt, gleichem Material. Ja. Bei dem Flüssiglehm aus mit den Zusätzen, ist es dann auch ein Sondermüll, der irgendwo, wenn es dann wieder entsorgt wird, nicht mehr zum Bauen genutzt werden kann? Also wir können mit wieder bauen. Ich bin relativ schnell gegangen, aber die Idee ist, dass die Material, das macht die Additiv, der macht der Lehm flüssig, und die Additiv, der macht die Lehm noch stiff wieder. Die beide reagieren zusammen, und deshalb am Ende, wir haben der Lehm, wie es war vorher, plus die Resultat von die Chemical Reaction von diese beiden Produkte. Und dann der Ton, also zum Sprechen, der Ton, der Ton ist die gleiche wie vorher und deshalb wieder nützbar. Guten Abend. Ich möchte Sie ebenfalls herzlich begrüßen und bedanke mich bei Stefan und dem Team von der Baumusterzentrale, dass wir heute die Gelegenheit haben, das Buch, das leider noch nicht in gedruckter Form vorliegt, vorzustellen, um mal in der Sprache des Lehms zu bleiben. Wir sind dabei, die letzten Lagen zu stampfen. Das Buch erscheint Anfang Dezember. Sie können sich Ihren Freunden, der Familie heute Abend ein schönes Weihnachtsgeschenk machen, indem Sie das Buch vorbestellen. Dann liefern wir es rechtzeitig und es liegt unterm Weihnachtstisch. Aber es ist schon recht weit gediehen, wie Sie sehen. Und mein Name ist, das hat Stefan schon gesagt, Andrea Wiegelmann. Bei uns im Verlag, also bei uns, das ist Kerstin Forster. Wir beide haben zusammen 2015 den Triest Verlag gegründet, wird das Buch erscheinen. Und ich möchte Sie jetzt durch das Buch führen, ein bisschen was zum Aufbau erzählen und zu den Inhalten und auch zu den Hintergründen, warum wir das Buch ins Programm genommen haben. Bauen ist heute in einem hohen Maß geprägt von Standardisierung und industrieller Produktion. Dies auch mit Konstruktionen und Aufbauten, Sie haben es angesprochen, die später als Sondermüll entsorgt werden müssen und deren Lebensdauer nie über gewisse Renditerechnungen hinausgehen wird. Wir wollen mit unserem Architekturprogramm dazu beitragen, entwurfs- und konstruktionsorientiertes, dauerhaften und die ressourcenschonendes Bauen zu unterstützen. PC, Stampflehm, Tradition und Potenzial leistet dazu einen Beitrag. Und es fordert uns gleichzeitig auf, unsere Fähigkeiten des konstruktiven Entwerfens zu überdenken und uns auch auf sie zu besinnen. Denn in der Welt der Systeme und im Alltag des standardisierten Bauens gehen sie doch allzu schnell vergessen.
Lehm ist Erde, jedes Mal anders, schwer in ein normiertes Korsett zu packen. Erde verhält sich niemals gemäß SIA-Normen. Und gerade da liegt das große Potenzial und darum auch der zweite Teil des Titels Potenzial. Wir haben das Buch Stampflehmbau, Tradition und Potenzial überschrieben, weil es aus unserer Sicht lohnt, sich mit den Potenzialen des Lehmbaus, auch mit der Geschichte des Lehmbaus zu befassen. Und die ist für Mitteleuropa bisher wenig aufgearbeitet. Es gibt eine Stampflehmtradition. Das Material stand je nach Lehmvorkommen eigentlich relativ gleichberechtigt neben Holz- oder Ziegelkonstruktionen. Und es ist den Mitstreitern an diesem Buch zu verdanken, dass wir jetzt erstmals eigentlich eine schöne Übersicht zu Stampflehmbauten haben, die vor allem in der Region Rhône-Alpes, in der Gegend um Lyon, Genf und in der Deutschschweiz zu finden sind. Das ist der erste Teil des Buches. Im zweiten Teil befassen wir uns dann mit den Potenzialen im heutigen Bauen. Wir haben dazu heute Abend zwei Vorträge gehört. Wir haben einige mehr versammelt, unterschiedlichste Positionen zum Lehmbau. Und wir denken, das ist spannend, weil es gibt eben nicht die eine Möglichkeit, mit Lehm heute zu bauen. Und das zeigt das Buch auch, wir stehen da recht am Anfang. Eingeführt und auch unterbrochen wird das Buch von Einleitungen und Vorworten, die einmal die Hintergründe zum Buch erklären, aber auch die unterschiedlichen Positionen zum Stampflehmbau deutlich werden lassen. Das ist nicht immer einheitlich und ich finde es sehr inspirierend, sich da durchzulesen. Und jetzt gehe ich ein bisschen chronologisch durch das Buch. Was uns an Verlag, also neben dem Potenzial an diesem Buch interessiert oder auch wichtig erscheint, ist eben, dass es eine mitteleuropäische Tradition des Stampflehmbaus gibt und dass man anhand dieser auch einiges zum heutigen Stampflehmbau lernen, erfahren und vielleicht auch weiterdenken kann. Und dass er eine gängige Bauweise war, ich glaube, das zeigen die Beispiele sehr schön. Sie sehen hier aus der Region Rhône-Alpes Schlösser, diesen wunderschönen Saal. Es sind eindrückliche Bauten, die seit mehreren hundert Jahren stehen. Es war also selbstverständlich, mit diesem Material zu bauen und es war ein Vertrauen in dieses Material da, das heute ja teilweise sehr skeptisch beäugt wird. Es gibt je nach Region unterschiedliche Lehmbautechniken. Wir haben die historischen Bauten, die Sie hier sehen, das sind alles Stampflehmbauten. Es gibt aber auch zu anderen Lehmbautechniken Ausführungen im Buch und es gibt auch eine Karte, die diese Verteilung zeigt. Was Sie hier sehen, sind Straßenbilder aus Lyon. Das sind Stampflehmbauten, verputzt. Man sieht es ihnen nicht an. Also diese funktionieren wunderbar. Und das sind Projekte, die sind in den 1980er Jahren entstanden. Da hat die französische Regierung sich auch als Nachwirkung auf die Ölkrise der 70er Jahre ein Programm ausgerufen, das sich mit alternativen Bauweisen beschäftigt. Und in Ville de la Fontaine sind damals im schönen postmodernen Stil Wohnbauten erstellt worden. Man hat mit Lehmbau experimentiert und diese Tradition eigentlich weitergeführt. Für die Deutschschweiz gibt es in der Region um Hauptwil vor allem Lehmbauten. Die Verbreitung des Lehmbaus in die Schweiz, das ist eine der These des Buches, ist durch den Textilhandel entstanden. Lyon war Zentrum des Textilhandels und die Ostschweiz war es in der Schweiz. Das heißt, die Handelsbeziehungen bestanden zwischen Lyon und der Ostschweiz und so ist diese Bauweise wahrscheinlich auch hier verbreitet worden, wobei es auch Einflüsse aus Deutschland und über andere Kanäle gegeben hat. Ich komme da später noch kurz drauf zurück. Sie sehen hier ein altes Kaufhaus, das heute als Wohnhaus genutzt ist, noch steht. Das ist das Schloss von Hauptwil. Es sind Schulhäuser gebaut worden im Lehmbau. Und ich denke, allein dieser kurze Überblick jetzt über den ersten Teil zeigt, dass die Masse und Qualität der Bauten ist erstaunlich und beeindruckend und fordert geradezu auf, sich eigentlich weiter mit dieser Lehmbautradition der Geschichte der Häuser auseinanderzusetzen. Und was das vielleicht für das heutige Bauen mit Lehm heißt und was es darüber hinaus für
also Arbeiten zu Lehm gibt, neben den Forschungen zu Flüssigleim oder zum Umgang mit Auszugmaterial. Das haben wir im zweiten Teil des Buches versammelt. Und das ist unterschiedlich. Das beschäftigt sich einmal, wie jetzt Guillaume, mit der Materie selbst, aber auch auf der anderen Seite auch mit konstruktiven Möglichkeiten oder Materialkombinationen. Ich zeige jetzt nicht den ganzen Teil, ich zeige nur Auszüge. Das ist ein Beitrag von Roger Bullshaus an Marco Waldhauser. Es geht zum Ozeanium in Basel, das 2024 fertiggestellt werden soll. Und da besteht der Versuch, oder die Idee ist dort, die Masse des Lehms auch als Speicherpotenzial zu nutzen. Und die Beiträge sind jeweils ergänzt um, wie Sie sehen, Plandarstellung, Bildmaterial, aber auch Analysen und Grafiken, also dass man sich eigentlich ein recht gutes Bild davon machen kann, was denn hinter den jeweiligen Ideen und Projekten steht. Dann gibt es einen weiteren Beitrag, der sich mit der Verwendung von Zement im Lehm beschäftigt, noch sich mit der Frage auseinandergesetzt, was heißt das dann für ein Recycling und eine Wiederverwertung. Es gibt einen Beitrag von Jan Sallis, der an der ETH mit Studierenden ein Stampflehmgewölbe in Vorfertigung realisiert hat. Und da kommen vielleicht, Jan ist auch da, alt und neu zusammen, weil es gibt einen, oder dass der Lehmbau in Lyon so stark verbreitet war, hängt unter anderem mit einem Baumeister und Architekten zusammen, François Conterot, der sein Wissen um den Lehmbau verschriftlicht hat. Und dieses Buch wurde relativ schnell in mehrere Sprachen übersetzt. Er hat es in den 1780er Jahren geschrieben. Und interessanterweise beschreibt er auch das Vorfertigen von Stampflehmgewölbe. Das, und das Jan hat das dann quasi 200 Jahre später umgesetzt und die Kuppel steht nach vier, oder dieses Gewölbe steht nach vier Jahren immer noch an der ETH oben. Sie können sich es anschauen gehen. Es ist ein schönes Beispiel, wie man eigentlich diese alten, das Wissen wiederentdecken und weiterdenken kann. Dann gibt es einen Beitrag von Roger Bullshaus über seine Gastprofessur an der EPFL und die begonnene Forschung zu Hybridkonstruktionen, also die Idee, Materialien zu kombinieren, um die Schwächen des Lehms durch zum Beispiel Kombination mit Holz oder Stahl zu eliminieren. Und daraus ist auch ein Projekt, zumindest ein Mockwerk davon, am Sitterwerk in St. Gallen realisiert worden. Und da werden heute, der wird dieses Mockup, also das Interessante daran ist, dass man einfach versucht, den Stampflehm unter Vorspannung zu setzen und damit eigentlich die Belastbarkeit zu erhöhen. Das Mockup steht und die Vorspannung wird kontinuierlich gemessen. Man stellt fest, dass, das beschreibt Jörg Habenberger sehr schön, dass eigentlich die erwartete, ständig erforderliche Nachspannung zunehmend abnimmt. Das heißt, irgendwann mal ist dieses Ding wirklich vorgespannt und dann auch so einsetzbar. Und Jörg Konzek beschäftigt sich mit der Kombination von Stahl und Lehm, auch für große Projekte. Also Sie sehen, es ist so eine Mischung aus der Untersuchung der Eigenschaften des Materials, aber auch der konstruktiven Möglichkeiten, Stampflehm eigentlich für das heutige Bauen zu konditionieren und einsetzbar zu machen, mit all den Vorteilen, die dann damit verbunden sein können. Also sprich, dass man Kosten senkt, weniger Manpower braucht und damit eigentlich an Preisregionen heranreicht, die heute irgendwie gängig oder gefordert sind. Es gibt auch einen Anhang zu diesem Buch, uns ist kein besseres Wort eingefallen, obwohl Anhang eigentlich eine latente Untertreibung ist. Also wir haben da einmal ein Glossar zum Lehmbau aufgestellt, dann haben wir Auszüge aus dem Werk des eben erwähnten François Conterot abgedruckt, die eben dieses Bauen oder dieses Anfertigen von Lehmbauten beschreiben, also so, dass man es eigentlich selbst nachmachen kann und auch diese Vorfertigung zeigen. Sie sehen hier einen Auszug aus so einer Seite und da sehen Sie in den Abbildungen, wie er quasi, das ist jetzt die Vorfertigung von Lehmsteinen, dass man quasi im Trockenen oder im Winter diese Steine bauen kann und dann im Sommer das Haus schneller errichten kann. Etwas Ähnliches gibt es dann auch zu Gewölben. Und wir haben am Ende des Buches einen Index erstellt, der alle Projekte, die im Buch vorgestellt sind und darüber hinaus, also historische wie zeitgenössische Lehmbauten, umfasst. Die Projektnummern verweisen auf eine Nummer in einer Karte, die bildet den Bucheinschlag. Das heißt, Sie können zukünftig bei Reisen durch die Schweiz und Frankreich anhalten, sich Lehmbauten anschauen und sind dann vielleicht auch inspiriert, selbst mit Lehm zu arbeiten. Und ich möchte am Ende noch den Beteiligten an diesem Projekt oder
danken und da besonders Roger, Felix Hilgert, Marlene Vitri, Janina Flückiger, Philipp Heckhausen und Maike Hamacher, der Gestalterin, und deren immensen Einsatz dieses Buch in 1,5 Monaten sicher nicht vorliegen würde. Ich danke mich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Abend und ach ja, die hier, die liegen nachher überall außen, dann können Sie das Buch bestellen. Vielen Dank. Ja, vielleicht noch 2-3 Worte zu mir, noch ganz kurz, wieso überhaupt das Buch. Ich glaube, jetzt nach heute ist das eigentlich müßig zu sagen, wieso wir dieses Buch gemacht haben. Aber ich habe das Haus Rauch mit Martin gemacht und vor 10 Jahren. Und viele Fragen waren, was hat wunderbar, super Architektur, wieder mal so ein Architekt, der mit etwas Speziellen sich da einen Namen machen möchte. Und was hat das schlussendlich mit unserer Kultur zu tun? Wo kommt das Material her? Und das ist das eine, was wir quasi wegmachen wollten. Wir wollten zeigen, dass es eine Tradition gibt in Europa und dass das Material auch überlebt und witterungsbeständig ist, wenn man es richtig einsetzt. Darum der Blick nach Lyon, dann der Blick nach Genf und in die Ostschweiz. Vor allem wollten wir auch zeigen, dass es eben auch in der Schweiz Beispiele gibt. Und zweitens, was wir auch wollten, und das sagt auch Martin Rauch immer, wir etwa vor 100, 200 Jahren, 1850, die ersten Betonschalungen waren inspiriert von den Lehmschalungen. Und das war so der Bruch vom Lehmbau. Da hat es eigentlich aufgehört und da hat es begonnen mit dem Beton und immer mehr Backstein. Oder Backstein schon, war schon da, aber immer mehr Beton. Und von da an hat es im Lehmbau keine Forschung mehr gegeben. Und erst jetzt kommt der Guillaume und kommen andere, der Martin, die forschen jetzt und wir versuchen es auch ein wenig an der ETH, versuchen da neue Wege zu finden. Natürlich ist die Technik nicht sehr schnell, also zum Beispiel bei eben Flüssiglehm vielleicht viel schneller oder in Elementen gedacht ist vielleicht viel schneller. Also deshalb sprechen wir auch vom Potenzial. Warum? Haben wir jetzt gehört, wir haben diesen Ausdruck, wir können uns das nicht mehr leisten, den wegzuschmeißen. Wir müssen Wege finden, um das zu brauchen. Und ja, wir müssen Wege finden, da in die Zukunft zu gehen. Aber das Buch weiß auch, oder, dass wir eigentlich erst am Anfang stehen. Also uns fehlen 200 Jahre Entwicklung. Deshalb haben wir ganz verschiedene Positionen aufgelistet. Wir haben versucht, möglichst viel Know-how, statisches Know-how, bauphysikalisches Know-how, aber auch, wie macht man es? Da muss man eigentlich nur Pontreau lesen, den haben wir übersetzt, auf die Essenz eingekocht, damit eigentlich jeder hinten den Abspann von Pontreau lesen kann und gleich selber loslegen kann mit dem Stampfen, weil Pontreau hat damals vor 200 Jahren die Publikation für die Laien gemacht, weil nach der Französischen Revolution hatten die Leute gar nichts, kein Baumaterial, nichts. Sie waren in der Textilindustrie beschäftigt, damals 30.000 Leute von 100. 30.000 von der Bevölkerung hatten nichts, keine Häuser, es war abgebrannt. Also haben sie begonnen, wieder zu stampfen, weil sie diese Kultur und Tradition schon hatten. Und er hat ihnen quasi die Gebrauchsanleitung zum Stampfen gegeben. Und das haben wir übersetzt, weil es ist eigentlich ein super Beispiel, um selber einzusteigen, weil es jetzt, wie gesagt, noch 200 Jahre Forschung braucht. Und das war so schlussendlich so die Brücke. Einerseits, gibt es das überhaupt hier bei uns? Hat es mit was mit uns zu tun? Und ja, wo können Sie hingehen? Und in dem Sinne seid ihr alle aufgefordert, das Buch zu kaufen und selber loszulegen und auch vielleicht irgendwann, vielleicht auch wenn es erst unsere Kinder sind, die Antwort zu geben, wie man mit dem Material vielleicht in Zukunft sinnvoll umgehen könnte. Ja. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Darf ich vielleicht alle auf die Bühne bitten, nochmals Felix, Guillaume. Das war höchst wahnsinnig interessant eben. Ich denke, ich hoffe, Sie können hier vieles mitnehmen von diesem Anlass, von dieser ganzen Ausstellung, dieses Wissen. Sie kaufen sich dieses Kompendium und bauen dann mit Lehm. Und dann können wir das auch hier wieder mal etwas zeigen. Das wäre schön. Bevor wir diese Ausstellung jetzt wieder abbauen müssen, sind Sie alle ganz herzlich eingeladen noch für einen Apero. Stoßen Sie mit uns an, bleiben Sie noch etwas hier und einen ganz schönen Abend miteinander. Ade miteinander. Danke.